Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Ja, im DLC die Verborgenen. Apropos die Verborgenen, da bin ich gerade auch auf dem Weg hin, denn wir sollen Ihnen ja die guten Nachrichten überbringen, dass wir in der letzten Folge, ihren, ja, Auftrag erledigt haben, sage ich jetzt mal vorsichtig. Da bin ich gerade auf dem Weg hin. Die Todesnachrichten werden ihn in den Sinai locken. Gamilad ist jetzt der Held im Land. Die Leute reden nur noch von ihm. Machst du dir Sorgen? Die Sache der Rebellen ist gut. Aber allzu oft werden auch Unschuldige in ihre Kämpfe verwickelt. Und viele sterben dabei. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Für ihn sind sie Märtyrer. Oft schließen sich ihre Familien den Rebellen an. Kashta! Feuer! Raus hier! Ja, komm, was geht denn jetzt ab? Ah! Hallo, hallo? Geht's noch? Vor allem so schnell! Trag sie raus! Durch den Gang! Was? Warum? Geht's noch? Wir haben den Anführer. Ich bin nicht der Anführer. Tja, würde ich sagen, waren die Verborgenen nicht mehr ganz so verborgen plötzlich. Und ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ach, wieder mal. Dass denen auch nichts Neues einfällt, den Römern, ha? Das wird heute ein Festmahl für die Geier. Ich töte euch alle. Das sieht ein bisschen verrückt aus, wie er da runtergrinst, ja? Nope. Na, wer hat mich denn da rausgeholt, ha? Amulett. Sieh dir etwas an. Was ein Hüftschwung. Zeig etwas Anstand. Aber ich meine, hallo, die waren der Meinung, sie haben den Anführer gefasst. Ne? Ich meine, dass da dann was passieren wird. Du hast zu viel Aufmerksamkeit erregt. Sogar Rom weiß vom Büro im Sinai. Ich weiß, das Feuer war der Beweis. Jetzt müssen wir Tahira und Kashta finden. Sie schmoren in der Festung Klostra. Ich schleiche mich rein. Ich übernehme die Umgebung. Da sind überall Centurios. Die ist hübsch und niedlich und überhaupt. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wenn wir unsere Verborgenen wieder haben. So. Ja, dann ist ja relativ klar, womit wir jetzt anfangen. Feuer. Da sind sie gefangen, okay. Dann wollen wir uns hier mal rein noch umgucken und hier pling pling ling ling und so machen, ne? Wow. Also ich fürchte, ich werde gerade da, ne, ein bisschen was ausschalten müssen, dass ich die da auch rauskrieg, ne? Einen besonderen Eingang habe ich gerade nicht gesehen, ne? Ach, sie wollen sowohl zur Vergnügung und wer auch immer da unten ist. Also einen wollen sie zum Vergnügen ein bisschen gegen ein wildes Tier kämpfen lassen. Der andere ist im Zelt. In einem Zelt, das finde ich auch merkwürdig, als in einem Zelt ist, ne? Oh, guck mal. Oh. Ja, ganz toll, was ist mit meinen Pfeilen los?
Also gut, ich muss also dringend meine Pfeile auffüllen. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Lass doch mal schauen hier. Da oben könnte ich Pfeile auffüllen. Wenn ich jetzt den Pfeil ziehe, sieht der mich wahrscheinlich und ich weiß nicht, ob ich ihn mit einem... Kriege ich nicht mit einem Schuss platt, nee. Also lassen wir das lieber mal. Aber da irgendwie auf einen von diesen Türmen würde ich halt gern hochgehen. Lass mal kurz hier nochmal gucken. Ach, hier sind wir wieder. Hier waren wir ja schon mal, ne? Da waren wir ja schon mal drin, wenn mich nicht alles täuscht. Der Zaun sieht stabil aus, das heißt, ich muss zu so einem Tor rein. Oder da hinten. Ich glaube, das letzte Mal bin ich da hinten rein. Ja, das letzte Mal bin ich hier rein. Mhm. Und schleichen wir doch erst nochmal außen rum und schauen uns die andere Seite an. Na komm, ich will da nicht hoch. Ja. Ein bisschen die andere Seite angucken. Schauen wir mal. Irgendwie. Hopp. Kommen wir hier rein? Ich glaube, das ist nicht so. Ne, da darf ich halt durch die Spitzen. Soll es einen Kletterschutz darstellen? Ach, guck mal, da ist noch einer, der nicht markiert wurde. Da ist auch ein Tor. An dem Wachturm, da steht gerade keiner. Versuchen wir mal, den hier rauszulocken. Also, er hat mich gesehen. Ich verstecke mich kurz in einem anderen Busch. So, dann warten wir mal, wie der in den Busch da reinrennt. Alleine wohlgemerkt, ja, da denkt sich halt... Hallo Mieze. Da denkt sich halt, er könnte es alleine mit mir aufnehmen, ne? So, warten wir mal kurz. Okay. Und dann ist der aus dem Weg. Und weil es ja hier scheinbar der einzige direkte Wächter an diesem Tor war, ist damit auch geklärt, wo ich reingehe. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. So, jetzt warten wir kurz. Ah, er geht, das ist praktisch. Ja, schauen wir mal, ob wir da auf den Turm kommen. Ja, immer diese Miezekatze-Begleitung. Verrat mich ja nicht, ja? So, schauen wir mal, dass wir da hochflitzen. Da müsst ihr hoffentlich ein paar Pfeile haben. Dankeschön. Drum. Sieht gerade keiner. So, tragen wir den mal. Der eine ist ja außerhalb des Lagers, der dürfte nicht so schnell gefunden werden. Der jetzt auch nicht mehr. So. Ach, Zivilisten sind auch wieder da. Der ist außerhalb, der, wie gesagt, der dürfte nicht so schnell gefunden werden. Strull, strull, strull. Thank you.
wir räumen ein bisschen auf noch, zumindest noch hier ein bisschen, ne? Dass eben die Toten nicht so schnell gesehen werden. Das macht es einfacher. Ach, guck mal, da haben wir auch die erste schon. Ja, klar, dass sie im Zelt liegt, ne? Was haben sie mit dir gemacht? Vorwärts, Tahira! Ich trage dich hier raus! Und mal her auf die Scheiße. Ich kann nicht weiter. Lass mir einen Bogen da. Ich kämpfe bis zum Tod. Brauchst du nicht. Sprich nicht vom Tod. Die Verborgenen brauchen dich. Genau. Mein Leib steht in Flammen. Nur das Blut von römischen Soldaten vermag meine Schmerzen zu lindern. Kashta ist noch hier. Wir müssen ihn befreien. Mach ich. Vielleicht leidet er so wie ich. Du hast recht. Wir lassen ihn nicht zurück. Nee, aber erstmal muss man dir helfen, ne? Dann würde ich gerne dich weitertragen. Komm her. Treffpunkt, der Treffpunkt ist da. Eskortiere sie zum Treffpunkt, mache ich, ne? Lass mich ins Gefilde der Binsen passieren. Bleib bei mir, Tahira. Noch nicht, Tahira, noch nicht. Gib nicht auf. Die Welt verblasst vor meinen Augen, Bayek. Kashta ist noch in der Festung. Du musst ihn holen. Ich warte hier. Warte du hier genauso. Also, einen haben wir raus. Na ja, klar, dass sie das Mädel ins Zelt gepackt haben, ne, und ihn kämpfen lassen. Davon versprechen sie sich wahrscheinlich einen spannenderen Kampf. Aber wahrscheinlich wären sie überrascht gewesen, hätten sie sie gegen das Tier kämpfen lassen. Uppala. Wo kam der denn plötzlich her? Einmal. Und den legen wir auch noch da dazu zur Sicherheit. Der Pantheon, quid agatur? Langsam fallen sie vielleicht auf, ne, wenn da so viele liegen, aber hey. Da probieren wir es nochmal. Da war nichts. Da war keiner. Du musst dich getäuscht haben. Glaub mir, du hast dich getäuscht. Kommt er doch noch? Kertus non et hic. Auch der liegt im Gebüsch. So, da unten müssen wir hin. Ansonsten hat es hier tatsächlich ja nicht mehr so viel. Ne? Ich habe ja hier schon mal ausgeräumt. Die kleine Miezekatze. Sie ist halb tot. Ich muss mehr aus ihr herausholen. Diese Verborgenen lauern noch in den Bergen. Sie muss mehr wissen. Sie weiß bestimmt mehr. Sie wusste auch, dass sie geholt wird, ne? Wäre jetzt cool, wenn ich den anspringen könnte, ne? Wenn ich nämlich einen anspringen könnte, hätte ich mit Kettenattentat die Chance. So halt eher nicht. So, ein... Diesen Busch hier wollte ich nämlich. Das sind jetzt drei, das ist nicht gut. Vocis non bonum! Quid agis! Ist hier noch ein Busch? Ja. Ab in den anderen Busch. So. Komm mal hoch, Junge.
Der kommt jetzt zurück, der sieht es gleich. Jetzt, ah, guck, jetzt hat er es gesehen, oder? Hat er es schon gesehen? Jetzt hat er es gesehen. Wir kommen jetzt also hier ganz mutig zu zweit nach oben. Mizikatz, ich würde dich ja gern kraulen, aber verrat mich bitte. Oh. Jetzt kommen aber ein paar. Na super, der ruft jetzt auch noch Verstärkung. Das haben wir nicht platt gemacht, also kommt noch Verstärkung. Ja, ich prügel mich hier einfach mal Runde durch, ne? So. Dann würde ich sagen, wir machen es mal ganz schnell dünne hier. Da gleich eine Verstärkung kommen dürfte. Ach, guck mal, jetzt werden die Verstärkung gerufen und die auch wieder aktiv. Lass uns doch mal hier umgucken. Noch sehe ich von der Verstärkung keinen, ne? No sautum trika! Auxilium! Die kennen wir alle schon. Wo ist die Verstärkung, die hier kommt? Noch nicht da. Ja, mache ich mich mal dünne hier. Hoppala, da kommt einer, der würde das gerade sehen, wenn ich den noch meuchel. Ruf mal einfach weiter ins Dickicht rein. Schauen, dass der da umdreht. Wunderbar. Und dann können wir den hier. So. Was? Der hat mich gesehen? Scheiße. Warum hat er mich gesehen? Schlecht getroffen. Da brennt er noch. Okay, super. Tschüss. War nicht der leiseste Tod, würde ich sagen, ne? So, sollen wir den da jetzt schon rausholen, oder? Na, ich gehe erstmal kurz da hoch, fülle meine Pfeile nach. Und mach den Posten hier platt. Einmal. Ein paar Pfeile haben wir noch. Mist. Haben wir ihn aber erwischt. Den haben wir auch erwischt.
Das ist immer so lächerlich, weißt du, wenn ich den Pfeil jetzt einfach so geschossen hätte, hätte ich ihn halt getroffen. Ja, Mieze, so. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Zivilisten noch rauslassen soll bei der Gelegenheit, ne, aber eigentlich sind die... Tut mir leid, ihr gehört gerade nicht zum Auftrag, ich will gerade nur noch weg. Den Göttern sei Dank, diese Festung hat Osiris ersonnen. Sie ist komm. Irrsinn. Tahira hat Verbrennungen. Tahira ist gerettet. Sie wohl nicht schaffen. Man hat sie weggebracht. Folge mir. Sei kampfbereit. Okay, soweit. So nah kriege ich ihn also nicht rum, den Pfeil. Tschack. Na komm, wir hauen ab. Wir gehen durchs Vordertor raus. So, da vorne habe ich Tahira abgelegt. Ich hoffe, sie lebt noch. Wirklich, ich hoffe, sie lebt noch. Sie sah sehr geschunden aus. Wir müssen verschwinden. Es könnten jederzeit Römer kommen. Folge mir in mein Lager. Es macht mich krank, Tahira so zu sehen. Im Lager können wir ihr helfen. Weg! Götter! Lasst mir meine große Schwester! Es muss ein Verräter unter uns geben. Wie wäre dies sonst möglich? Alle schwören einen Eid. Wir wurden für dumm verkauft. Halt dich fest, ich nehme dich mit. Von allen? Bist du sicher? Die Arme. Wir können keinem mehr trauen. Unsere Klugheit verlässt uns. Bei Brutus und Cassius war es dasselbe. Mit unserer Bekanntheit wächst auch die Gefahr für uns. Vielleicht so einfach dran vorbeireiten. Die Götter uns Tahira erhalten. Sie ist im Kampf um Nabatea unersetzlich. Genug! Haben wir sie? Ich glaube, wir haben sie. Das sind warte aber mal kurz hier. Den wollte ich ja jetzt eigentlich nicht, aber okay. Kettenwurf will irgendwie immer noch nicht so richtig. So. Halt, halt, Pferd, Pferd. Stopp, Pferd. Bleib da, Pferd. Wir brauchen dich noch. Wohin geht's weiter? Scheiße. Bitte nicht wieder absteigen. Lass uns einfach weiterreiten. Ich bring dich um. Echt jetzt? Ach Mann. Auf geht's weiter. Ich hab keinen Bock. Ja, ich hab hier... Oh Gott, die lehnt sich schon an. Halt durch, Tahira, halt durch. Wir sind fast da. Großer Amun. Oh. Sei gnädig. Aber in dem Fall bin ich wieder sehr froh, dass man aufladen kann. Stell dir mal vor, ich hätte die jetzt den ganzen Weg tragen müssen. Dein Kopfschütteln gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Ich war zu schwach, Bayek.
Nein, du warst nicht schwach. Echt nicht, nee. Du warst stark und loyal wie ein Berg. Ich glaube an unsere Arbeit. Du hast den Eid als Erste geleistet und unzählige vor dem Tod gerettet. Lass unser Credo nicht verblassen. Ich werde sie alle töten. Alle Römer! Du wirst Tahira in die Berge bringen. Dahin, wo sie anständig bestattet werden kann. Wir machen weiter. Wir werden Rufio töten.